Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie eure Katzen vielleicht verschmuster werden. Als erstes solltet ihr schauen, dass eure Katze einen bequemen Platz hat, also einen Platz, wo sie sich gern hinlegen möchte. Viele mögen zum Beispiel weiche Teppiche oder auch spezielle Hunde- oder Katzendecken oder Körbchen. Dann könnt ihr natürlich auch so ein Fell nehmen, wie ich jetzt hier habe. Viele Katzen mögen es halt sehr gerne, wenn es weich ist. Aber ihr könnt natürlich auch ganz normale Decken nehmen, also Decken für uns Menschen. Miezma schläft auch sehr gerne auf diesem Teppich. Wenn ihr euch entscheidet, so eine Decke zu nehmen, könnt ihr sie natürlich normal hinlegen oder ihr legt sie so hin, wie ich das jetzt in dem Video mache. Die Katzen mögen es meistens sehr gerne, wenn es am Rand wie so, ja, wenn es wie einen Rand gibt, aber in der Mitte eine Kuhle ist. Ich zeige euch das gleich nochmal genauer. Hier kann man das etwas besser sehen. Also meine Katzen zumindest und auch viele, die sich kennen, legen sich dann immer gern in diese Kuhle. Also macht der Katze auf jeden Fall einen bequemen Platz in eurer Nähe, den sie sehr gerne mag. Ein weiterer Versuch wäre es einfach, eine Decke zu nehmen und euch da drauf zu setzen und dann versuchen, die Katze anzulocken. Ich mache da meistens immer so und klopfe quasi, ja, und das sieht man auch schon, da kommt sie. Und dann einfach versuchen, dass die Katze so auf euren Schoß kommt. Und sobald sie auf eurem Schoß ist, müsst ihr sie ganz viel streicheln. So versteht sie dann, dass es bei euch toll ist. Und auch wenn sie sich nur daneben setzt, ist es auch okay. Auf jeden Fall immer streicheln. Aber natürlich nur, wenn ihr merkt, dass es der Katze auch gefällt. Wenn sie schnurrt, ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn eure Katze von sich aus nicht kommen möchte, dann könnt ihr es natürlich auch mit Leckerlis versuchen. Das klappt meistens sehr gut. Und dann streichelt sie einfach. Wenn eure Katze jetzt wegspringt oder so, dann lasst sie, also zwingt sie nicht bei euch zu sein, sondern bietet es ihr einfach an, indem ihr eine weiche Decke oder so zu euch legt. Viele Katzen mögen es auch, wenn man also auf eure Beine, wenn ihr da eine Decke legt und dann quasi eine Kuhle macht. Das mögen auch sehr viele Katzen. Wenn die Katze aber schnurrt, ist das immer ein sehr gutes Zeichen und es bedeutet, dass sie sich wohlfühlt. Schaut und achtet auch darauf, wo es eurer Katze am besten gefällt. Moppel zum Beispiel mag es am Kopf und am Rücken, am Bauch aber gar nicht. Miezma kann man zum Beispiel überall streicheln, aber am liebsten mag sie es am Kopf. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Decke auf eure Beine legen und versuchen, dass eure Katze dann kommt. Oder ihr lockt sie einfach mit Futter beziehungsweise Leckerlis. Miezma ist ja eine sehr, sehr verschmuste Katze. Also ich kenne keine andere Katze, die so verschmust ist wie sie. Dann könnt ihr natürlich dann auch nicht erwarten, dass jede Katze so ist, weil es kommt, wie gesagt, immer auf den Charakter an.
Und Miezmau ist halt auch sehr verschmust. Schon immer. Wenn ihr merkt, dass die Katze im Moment nicht möchte, also nicht gestreichelt werden möchte oder wie auch immer, dann lasst sie am besten einfach in Ruhe. Ein Zeichen dafür, dass sie überhaupt keine Lust hat, ist zum Beispiel, wenn sie ganz arg mit dem Schwanz wedelt. Bei dem Hund ist das ja meistens ein Zeichen von Freude, bei der Katze eher nicht. Anzeichen dafür, dass sie sich wohlfühlt, ist das Schnurren. Man hört es in dem Video, wenn man den Ton laut macht. Und vielleicht seht ihr es auch hier am Hals an den seitlichen Härchen. Man sieht, dass sie da so ein bisschen vibrieren. Und bei Miezmau sieht man auch, dass immer wenn man sie streichelt, bewegt sie so den Rücken danach. Daran kann man auch erkennen, ja, dass die Katze halt gerne gestreichelt wird und das mag. Und wenn sie bei euch bleibt, ist das sowieso immer ein gutes Zeichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Miezmau, also die Katze hier im Video, ist natürlich sehr verschmust. Es ist nicht bei jeder Katze so wie bei ihr, aber ich hoffe, dass euch die Tipps vielleicht ein bisschen helfen können.